So, jetzt wird es auf alle Fälle sehr interessant. Der erste, ich sag jetzt mal wirklich ernstnehmende Run ohne Dextails und ohne Castiel. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hoffe, die wissen ja Bescheid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nicht gut. Fuck. Oh Gott, das ist ganz und gar nicht gut. Das ist jetzt schon katastrophal. Das ist jetzt schon katastrophal. Scheiße. Ja, also es wird lustig. Es wird richtig lustig. Also gute Hexe, die hat das noch nie gemacht. Ich bin gerade komplett überfordert, weil die ganze Zeit diese scheiß AOE-Spells, also AOE-Pattern da kommen. Beziehungsweise die gerade... Scheiße, Tankdown. Fuck my life. Ja gut, okay, da können wir raus. Mann, was lief denn gerade falsch? Das gibt's doch nicht. Warum macht denn der so viel Schaden eigentlich? What the fuck? Was war das denn gerade? 145k oder so? Oder mehr? Und vor allem die ganze Zahl dieser behinderten Pattern. Oh, wie ich das hasse. Also wir farmen das mit 4 Leuten, ja, das will ich gerade nur mal so erwähnt haben. 4 fucking Leute. So, was sind die anderen? Schlafen die? Was machen die denn alle? Ja, das Problem ist immer, weil alles random ist in Flife. Und... Warte, warum habe ich nicht alle Buffs? Warum zum Fick habe ich nicht alle Buffs? Weil Ringmaster drin steht. Oh, fuck my life. Ich hasse es. Ja, kacke. Ja, einfach kacke. Ja, es ist einfach blöd, weil man einfach so viele Leute ganz braucht. Ah, diese ganze, das ganze Organisatorische dahinter ist einfach ein Albtraum irgendwie teilweise. Jetzt muss ich erstmal nochmal einen Ringmaster nach Flare stellen. Dann kill ich mal kurz raus. Catchy Tank. Gehe ich hier mal rein zum Mondkind. Ach man. Mondkind, sei jetzt. Und dann muss ich auf Channel 4. Versuch's gleich mit Mensa. Ja. Sind sie alle da? Sind alle da, ja. Okay. Ich weiß nicht, warum teilweise der spammt manchmal die Spells, die Patterns so krass und teilweise kommt irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, warum das so behindert ist, aber es ist so. Dass mir gerade Buffs fehlen, ist gerade wieder der Abfuck pur einfach. Ich will gerade auch einfach die Erfahrung, denke ich mal. So, die ersten Male sind einfach wirklich Horror. Ja, wir hätten nicht mit Snowy anfangen sollen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Ich meine, DPS ist aktuell ziemlich gut eigentlich. Ich habe nicht mal alle Buffs. Die ist echt gut. Ach so, wegen Holy Cross. Ja, okay. Ich bin so der Einzige, der Holy Cross farmt. Ey, dass der da auch noch switcht manchmal, ist es halt abfuck. Junge, jetzt hör auf zu switchen, Mann. Mein Gott, ey. Jetzt komm doch. Ey, dieser scheiß Dungeon, Alter.
Was ist das denn für eine behinderte Scheiße? Ja, ist mir leid. Kannst halt vergessen. Kann man halt einfach vergessen. Ich weiß auch nicht, warum das da teilweise so ein AIDS ist. Und die Leute, die wieder ankommen und sagen so, ja, ist nicht so schlimm. Ist doch cool, ist doch nice. Ist so was anderes. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das Ding, was ich mir gerade auch denke, es wird nichts. Ey, wir sind halt 4 Leute und es wird nichts. Es ist halt scheiße. Es ist halt scheiße pur. Ich meine, ich kann Dex Tyson noch mal fragen, ob er mit reinkommt. Wir wollten halt echt mal probieren. Wir wollten einfach versuchen, das ohne fremde Hilfe zu schaffen. Nur deswegen, ja, ich kann nur. Ach, es ist so traurig einfach. Es ist einfach nur noch traurig. Warte, ich muss mit meinem Charakter aufmachen. Es ist sad, 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 sad. Aber ja, ich meine, selbst die sagen so, ja, ist nicht so schlimm und so weiter. Ihr seht selbst. Ihr seht selbst, wie es aktuell läuft. Und jetzt brauchen wir nicht drüber reden, so dass sie ja manche vielleicht einfach noch unerfahren sind oder vielleicht nicht immer jeder aufpasst und so weiter. Geschenkt, verstehe ich so und so, wisst ihr? Das Ding ist aber halt. Also. Wie gesagt, wer halt noch unerfahren ist und so weiter, gar kein Ding, war jeder mal. Aber ja, es ist einfach so. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Spiel kennt. Das habe ich damals mal angespielt. Das ist so ein. So ein apokalyptisches Spiel. Wie hieß das denn? Endzone hieß das. Und Wetter und Umweltkatastrophe und so weiter, alles war RNG-basiert. Und es war so RNG-basiert, dass es teilweise einfach unmöglich war. Also das Spiel wurde halt eben. Durch zufällige Ereignisse unmöglich. Es war unmöglich zu gewinnen. Irgendwo hat das Spiel auch eingestellt, nur ein zweiter Teil, beziehungsweise ich glaube ein anderes Spiel von denen entwickelt, von den gleichen Entwicklern. Und ja, ich fühle halt aktuell so genau das Gleiche irgendwie. Es ist so, es ist nicht unmöglich, das würde ich nicht sagen, aber es variiert von, hey, das war ein einfacher Run zu, Alter, das ist nicht machbar. So nach dem Ding. Diese zwei Sachen gibt es eigentlich aktuell nur. Dazwischen gibt es gar nichts. Und das ist einfach so das, was mich persönlich aufregt. Also, nee, ich will nicht sagen, dazwischen gibt es nichts. Ich will sagen, einfach so wie nennt man das am besten? Diese Variation von viel zu einfach, nicht viel zu einfach, von einfach bis viel zu schwer, das ist einfach. Riesig irgendwie so. Also die Variation ist echt groß und so teilweise, du hast halt irgendwie so Runs wie jetzt gerade eben. Ich meine, klar, man kann es dann. Es ist physikalisch logischerweise machbar zu dodgen. Nur teilweise werden einfach so viele Pattern teilweise übereinander oder ineinander gespammt. Also man kann halt nicht erwarten, dass das halt irgendwie jeder dodgen kann. Das ist halt weltfremd. Ich meine, klar, ich kann sagen so, yo, keine Ahnung, wo fangen wir an? Keine Ahnung. Sagen wir mal COD oder noch ein besseres Beispiel hier. Wie hieß dieses ultraschwere MMO? Nicht Dying Light, sondern. Ach man, ich bin so scheiße mit Namen. Perfekt, den Namen nicht mehr ein. Guter Fiest. Ja, kann mal schauen, wer wo was macht. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Nehmen wir halt einfach irgendwie, was weiß ich, COD oder sonst irgendwas, ist ja ganz egal. Man kann nicht sagen so, yo, jeder kann halt irgendwie der KD von
2 erreichen oder so. So geht halt nicht. So, also aus mathematischen Gründen nicht. Es kann nicht jeder 2 mehr Kills miteinander sterben. Das klappt nicht. Aber kann halt einfach nicht jeder, kann auch nicht jeder eine KD von 1 haben. Es kann nicht jeder eine positive KD haben. Das wird halt nie so sein irgendwie. Und das ist einfach weltfremd. Und so ist es halt genauso. Man kann ihm dodgen, ja. Wenn jetzt mit einem Charakter drin wäre, könnte ich wahrscheinlich auch 100% dodgen. Ich dodge trotzdem relativ viel, obwohl ich mit 2 Charakteren drin bin und so. Aber das Ding ist einfach, es ist nicht für jeden machbar. Nicht jeder kann das dodgen. Nicht jeder hat einfach die Reaktionsfähigkeit oder einfach auch so die Konzentration und so. Hier wirklich immer, ja, on top oder on point einfach immer allem zu dodgen, immer hier wirklich voll konzentriert bei der Sache zu sein und so weiter. Das ist halt einfach weltfremd irgendwie. Und ich weiß nicht, das sollte halt, also wie gesagt, ich habe schon ja erwähnt, ich würde es halt komplett anders machen. Ich würde halt, ja, ich würde vieles anders machen. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass es hier auf keine offenen Ohren stößt irgendwie. Ich will es nicht von vornherein verurteilen, weil ich nicht weiß, was die vorhaben. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie, dass sich was verändern wird. Und ich meine, ist jetzt selbst, wir sind uns 2 Monate erst in der Season. Season 1 ging 5 bis 7 Monate lang. Ja, 6 oder 7 Monate, glaube ich, ging das damals. Und es war durchwegs gut besucht. Und jetzt haben wir nach einem Monat im Prinzip schon kaum noch Spieler. Also, da muss man halt schon sagen, es ist halt schon spürbar, dass man halt, was soll ich sagen, also es gibt definitiv eine gewisse Unzufriedenheit in der Community und einfach eine fehlende Bereitschaft, auch einfach die Dungeons zu farmen. Und ich glaube nicht, dass es nur am Willen liegt oder Faulheit, oder dass ich sagen so, ja, nee, ich habe jetzt genau das und das erreicht, das reicht mir jetzt spiele ich nicht mehr weiter, sondern ich glaube einfach, dass es wirklich so ist, dass wir sagen so, ja, nee, ist mir einfach zu schwierig. Und ich will halt nach der Arbeit und nach was auch immer, ja, geh halt vor mir rein, okay. Ich will einfach diesen ganzen Stress nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das halt immer so mache. So, ich gehe ein bisschen rüber. Hoffen, dass gute Federn Sekunde. Gut, DPS war mal aufmachen. Was ist unser DPS momentan? Also wir brauchen 2,3 Millionen, glaube ich, aktuell. Ja, wir haben nicht übertrieben viel DPS. Also wir haben DPS. Sie ist ausreichend, sie ist gut. Aber die ist weit davon entfernt, dass wir wirklich sagen, so, ja, das ist richtig easy und so. Also lass mal einen sterben, dann sinkt die DPS in kürzester Zeit aufs benötigte Minimum ab. Ich meine, okay, 2,6 Millionen brauchen wir sogar. Das haben wir aktuell nicht mal. Ich meine, wir haben jetzt einen Caster, wir haben eine Magie-Klasse und 2 Physical Damage-Klassen. Ich meine, klar, ist natürlich nicht perfekt und so. Aber es reicht halt trotzdem nicht. Vor allem, Junge, schau mal an, sie hier hat ein 150er-Set. Ihr hat auch ein 150er-Set. Ich habe auch ein 150er-Set. Wir haben halt bereits die Sets. Also, ich weiß jetzt nicht, was die sich da vorstellen, wie man das hier machen soll. Also, wir zu viert hier ohne die Sets hätten keine Chance, das Ding zu legen. Absolut unmöglich. Das würde man nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen. Jo, no, das war close. Nee, also ich weiß es nicht. Ich bin vom Balancing einfach nicht überzeugt. Das ist ja einfach nicht gut irgendwie. Und ich weiß jetzt echt nicht, warum das auf einmal so schlecht ist. Und wie gesagt, ihr seht es ja hier. Wir haben de facto zumindest nicht genug DPS.
Es ist immer so geil, wenn man halt einfach aus dem Kreis raus ist und man wird einfach trotzdem gekillt. Es ist halt schön einfach so. So, es zeigt auch wirklich so, dass das Flife als Game halt einfach nicht dafür gemacht ist. Also nicht für solche Mechaniken gemacht ist, sagen wir so. Ich meine, klar, es funktioniert im Prinzip relativ gut, aber es gibt immer wieder Lags, man stirbt einfach, ohne dass man was dazu tun kann. Und hier zum Beispiel so, jetzt haben wir ein Team, was perfekte DPS erreicht. Ich stirb, weil es halt einfach irgendwie laggy ist oder sonst irgendwas, weil es buggy ist oder so. So, und schon wieder nicht mehr genug DPS. Muss ich halt sagen, feiere ich halt einfach nicht. Aber gut, ich will es nicht die ganze Zeit rumheulen. Ich meine, ihr kennt meinen, meine Meinung dazu. Ich würde es halt anders machen. Ich würde halt wie oft immer vieles anders machen und so, aber ja, ist halt so. Also wie es ausschaut, momentan sieht es relativ gut aus eigentlich. Zumindest wie es scheint. Sieht man irgendwo, seit wann man schon drin ist? Neun Minuten. Ja, keine Ahnung, wann der Timer, also wann das Ding losgeht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit man hier hat. 9 Minuten für den Run ist im Prinzip gut, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat halt irgendwie nur so 5 Minuten Bosszeit, bis man halt eben, bis Endrage beginnt. Warten wir einfach mal ab. Warten wir ab, wie lange das noch dauert. Ob wir es ja ohne Endrage schaffen. Die Eingangs-DPS war höher. Ich denke, wir sollten es schaffen. Aber ja, wie gesagt, also dass wir halt den Schmuck dann nicht schaffen, das macht mich halt gerade echt schon wieder fertig irgendwie. Das kotzt mich halt einfach nur an. Ist halt nicht nötig, so, ich weiß nicht. Also equipmentmäßig, das wird halt nicht schnell Endrage. Wir haben einfach mit 4 Leuten nicht genug. Es ist halt irre. Wir waren halt letztens fast beim gleichen Punkt. Ich weiß nicht, wie viel. Gut, kein DPS mehr. Wie viel DPS das sie hat. Vielleicht kann es natürlich sein, dass er so viel Damage macht, das hier, ein Ding. Dass ihre Hits im Prinzip einfach mehr Holy Cross stealen, als sie das bringen. Kann sein. Ich weiß, klingt das hart. Ja, wir sehen es ja sogar, DPS. 400k. 400k geht eigentlich. Also, war wahrscheinlich ein bisschen höher gerade noch, aber. Weiß nicht. Oh Gott, Alter. Oh, fast down. Warum macht der mir so viel Damage? Sag mal, das gibt's doch nicht. Oh, dieses Enrage, Mann. Ja, also wie gesagt, wenn man mit 4 Leuten hier es nicht ordentlich machen kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, das Equipment hin oder her oder whatever. Aber es kann es halt einfach nicht sein. Also es kann es halt einfach wirklich nicht sein. Also mit 4 Leuten muss man es halt irgendwie machen, also schaffen können, dass man halt, ja. Das, also, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt Nonsens einfach nur. So, es wird halt einfach alles auf die paar Tryhards halt gebalanced, aber Sinn ergibt das Ganze halt so gar nicht irgendwie. Ich muss mit einem anderen Charakter, erstellen, wenn man es mit 4 Leuten da ist, dann muss ich dann einen extra Shop machen, damit ich halt eben weiß, okay, das haben wir den gedroppt, dann muss ich die Gewinne durch 4 teilen oder halt eben durch 3 teilen, je nachdem. Aber ja, allein das müsst ihr mal euch bedenken, wir müssen gerade mal so drüber nachdenken. Wir teilen hier die Gewinne durch 4. Wir kommen halt hier nie auf den grünen Zweig. Also bis wir hier irgendwie, also dass wir hier Gewinne machen, so kann ich komplett vergessen. Ich meine, würden wir hier Crackshooter-Teil droppen und den auch verkaufen? Dann? Ich meine, die droppen nicht oft, aber dann wird was hängen bleiben, ja. Aber ich meine so,
die durchschnittliche Droprate ist jetzt halt nicht so gut, dass man halt sagen kann, ja, das ist halt easy machbar so. Macht man halt irgendwie jeden Run irgendwie 50 Perin oder so. Das ist es halt einfach nicht. Das ist es halt einfach wirklich nicht. Ach, ich habe aber Amplis bekommen für das Ganze neu. Das haben wir vorher getroppt. Irgendein Cursed Harlequin. Cursed. Natürlich ist er Pesat. Wobei mir überlegen. Das Ding ist, ich habe hier halt noch. Nee, nicht hier. Habe ich, glaube ich, in der Kiste gesammelt. Teile, die ich nur noch merchen kann. Ah, wie teilen wir das ein bisschen auf? Oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Wenn ich jetzt aus unseren 3er-Runs 2 wertlose Teile nehme und aus den 4er-Runs einen Teil nehme, die halt dann zu einem Random-Teil rollen lasse, wie... Ich glaube, ich teile den potenziellen Gewinn einfach dann durch 4. Ich glaube, ich meine, gut, die 2-3 Perlen, was zum Teil wert ist, ist halt auch wirklich irrelevant. Und lieber, also anstatt dass ich jetzt hier irgendwie zwei Dinge immer sammle, rerollen wir halt einfach dann öfter eins und dann hat halt, glaube ich, jeder noch ein bisschen mehr davon. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber hier gerade eben Deathwing war halt entspannt. Also ich glaube, Snowy würden wir sogar packen. Also ich kann so tanken, logischerweise, klar. Und die DPS wäre eigentlich auch da. Die DPS würde reichen. Was brauchen wir dafür? 2,4. Es würde klappen. Also daran scheitert es halt echt nicht. Aber ja, gut. Das Problem ist einfach, weil der von den Pattern her, von den Skills her, von dem Skills am Boden einfach so viel schwieriger ist. Da kann man halt kaum mithalten. Also wenn man halt irgendwie so einmal oder zweimal die Woche irgendwie ein bisschen Fly spielt, schwierig. Und das soll jetzt nicht irgendwie abwertend sein oder so. Das ist jetzt rein objektiv. Ich meine, ihr seht's ja. Wir schauen uns gleich mal dann DPS an. Ich meine, klar, natürlich muss man auch dazu sagen, jetzt mit zwei Physical Damage Dealer, sowas wie Sky Forest oder Blast Deathwing, wäre natürlich jetzt um einiges einfacher. Ja, nicht um einiges einfacher, aber... Oder ich überlege gerade... Nee, doch, müsste einfacher sein, weil meine DPS in diesen Dungeons ist um einiges höher als die von Exladed. Ich glaube, der aktuelle hier in diesen Dungeons, die ihm wohlgesonnen sind, glaube ich, 1 Million DPS. Ich habe in den anderen, glaube ich, 1,4 Millionen DPS. Das heißt, schon um einiges besser. Ich bräuchte halt unbedingt das Schmuckset, aber ich krieg's halt nicht zusammen. Oh, hier liegt jemand. Hey, what the fuck? Habe ich aber auch schon festgestellt, dass damals schon war das genauso. Irgendwie hier 101 die Dinge zu killen, das ist richtig AIDS.
Ja, ich weiß nicht. Es ist halt echt immer so. Ich meine, nicht jede Klasse muss das Gleiche tun, gleiche können und so weiter und gleich stark sein. Aber muss sagen, es ist halt schon echt teilweise richtig mies irgendwie. Also, die 101s sind auf CW halt. Also die Mini-Klassen sind halt schon echt ein bisschen. Haben schon echt ihre Probleme hier, muss man sagen. Ich meine, Crackshoot ist halt eben super stark irgendwie. Oh Gott. Okay, der DPS ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, weil halt jemand gestorben ist. Aber was soll ich gerade sagen? Ja, es ist schon teilweise echt super mies irgendwie. Na. Scheiß Auto-Attacks. So, ich hab den Faden verloren. Ja, weil die sind halt teilweise schon benachteiligt so. Also, gerade sowas hier jetzt, oder eben auch die Dungeon-Mobs zu killen und so. Die haben kein einfaches Leben. Die sind schon echt. Die sind nicht so gut dran. Ich muss schon mal schnell was trinken, aber ich traue mich eigentlich gerade gar nicht. Okay, jetzt macht das Skill. Aber ja, der DPS reicht nicht. Ich meine das jetzt selbst. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Also ich meine, gute Fee, glaube ich, hat noch keine. Also noch 16% Attack in der Suit. Weiß nicht, wie es bei der mit Möbel ausschaut und Beats und so. Gut, Beats hat, glaube ich, drin. Golden, ja, glaube ich, auch die schlechten. Oder? Warte, warum mache ich einen Golden Schleier, wenn ich die Angel Beats drin habe? Hab keinen Sinn irgendwie. Gold, da ist lila. Warum ist da lila? Die hat weiß. Ja, könnte natürlich sein, dass die halt nicht die guten Beats drin hat. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht kann sie auch noch ein bisschen was aufrüsten. Ich denke, das Potenzial bei allen ist noch nicht ausgeschöpft. Bei mir eher schon, ich habe schon versucht, das wirklich alles so gut wie möglich ich auf die Reihe zu bringen. Aber ich kann auch schon sagen, es ist schon teilweise ein bisschen schwierig. Also wenn es ich nicht stirb oder irgendwer anders stirbt. Also die PS, die wir aktuell haben, die ist. Die wird. Ist nicht gut, aber sie wird. Ja, Axel Edert hat auch noch ein bisschen aufgerüstet. Letztens war noch, glaube ich, so 900 bis 1 Million DPS. Sind es 1,1. Ich weiß nicht, warum gerade ich so schlecht dastehe. Gerade einfach Pech, muss ich zu oft dodgen. Irgendwas. Ich weiß es nicht. Jetzt steigt sie wieder. Ja, also 800k DPS erreiche ich im Moment dann ungefähr. Oh Gott. Das habe ich gerade fast vergessen zu fooden. Scheiße. Ja, ich meine, die PS, die läuft schon. Sie wird laufen. Also für 4 Spieler und so, wie ich schon gesagt habe. Also für 4 Spieler ist es viel zu schwer. Also generell für normale Spieler, in Anführungsstrichen. Wenn du es halt richtig reinsuchtest und richtig reinschwitzt, dann klar, ist schon gut machbar. Dann ist es hier weniger. Also ich würde mich jetzt schon auch eher als einer derjenigen bezeichnen, die das eigentlich schon ein bisschen eher reinsuchten, zumindest, sagen wir so. Aber man kann es halt, glaube ich, echt nicht von jedem erwarten. Und man ist halt auf andere Spiele angewiesen. Ich kann nicht sagen, so, ja, keine Ahnung, du bist mir zu schlecht, du castest zu langsam, du, weiß ich nicht, dein Gesicht mag ich nicht oder was auch immer. man kann halt nicht sagen, so, ja, nee, zu wenig DPS und so, such dir eine andere Gruppe oder keine Ahnung, besorg dir erstmal irgendwie das Dreifache an DPS oder was weiß ich. Das kann man halt nicht machen.
Das geht halt auch nicht. Und man farmt die Dungeon halt eben, um DPS zu kriegen. Ja, effektiv ist es halt so wie ein bisschen so wie ein Gearscore. So ein Gearscore-Light irgendwie aktuell. Du kommst zwar rein, aber du hast ja trotzdem Pech dann. Wenn dein Geht zu schlecht ist. Das ist der Rage. Das lief schon mal einiges besser auf alle Fälle. Hoffentlich irgendwie noch ein paar Crackshooter-Fragmente, dass wir es so schnell möglich durch haben. Dass Catsy vor allem A mehr Schaden macht. Ach nee, die ist mit dem Ding drin. Ja, gut. Oh Gott. Mach halt noch mehr Damage. Ja, es ist halt 20-60. Es reicht halt noch immer nicht. Was haben wir gerade gedroppt? Cursed, Alter. Uff, ist das mies. Es ist halt legit Müll. Oder? Warte mal. Cursed, Seraph. Ich glaube, das ist auch Müll, ja. Ich weiß, müssen wir schauen. Sonst rerun das Ding einfach. Das ist auch okay. Blessing of Deathwing. Kauft jemand? Ich überlege gerade. Das Damage-Set für Seraph, glaube ich, kauft halt kein Schwein. Oder? Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber gut, jetzt hier Blessed Deathwing wird um einiges einfacher. Also. Das ist halt eine ganz andere Liga. Hier kann ich ja mein DPS ausspielen und wahrscheinlich auch. Guter Fee kann hier ziemlich gut ihre DPS ausspielen. Ich meine, auch Sky Forest sollten wir nicht schaffen. Problem ist halt, wir bräuchten eigentlich dringend Snowy Peaks halt eben für unsere Schmuckteile. Aber die können wir halt einfach nicht farmen. Ich meine, es sollte halt einfach so sein, dass man halt, also dass Deathwing die gleichen Mechaniken hat, beziehungsweise genauso schwer ist. Oder andersrum, dass die Schmuckteile genauso schwer sind wie Deathwing. Das ist halt das einzige Sinnvolle, meiner Meinung nach. Alles andere ergibt halt einfach keinen Sinn irgendwie für mich. Und ich meine, man müsste auch gar nicht mal so viel rumbalancen. Deathwing ist top gebalanced. Deathwing ist super. Ja, ich meine, man kann es zu dritt machen auf Krampf, man kann es zu viert machen, ist gefühlt immer noch auf Krampf, aber wird halt funktionieren. Das funktioniert, das klappt, das kann man kann es schaffen. Man hat die Perspektive, dass man es schaffen kann. Es ist auch nicht irgendein Skill-Gap oder so dazwischen. Es ist halt, es ist okay, es ist machbar, es passt. Ja, bei Snowy ist es halt schon wieder eine ganz andere Liga irgendwie. Es ist halt schwer, aber halt eben auch auf eine andere Art und Weise. Naja, ich habe mich genug aufgeregt. Jetzt bräuchte man eben nur noch Drops oder so. Das wäre mir auch geil. Aber das sieht aktuell halt irgendwie auch nicht danach aus. Also die wertvollen Time-Lieber kriegen könnte, kriegt man auch nur im Curse, in den Curse Dungeons. Ah, es ist halt schon echt ein bisschen AIDS. Ich meine, Nahkampf ist geil zum Farmen, glaube ich. In Cascada zum Beispiel oder sonst wo, keine Ahnung.
glaube ich, schon ganz geil. Eldion, glaube ich, könnte auch funktionieren. Aber sonst bist du halt echt schon ziemlich am Arsch irgendwie. Man droppen hier gar kein Geld mehr? Hey, warum droppen die Dinge denn kein Geld? Droppt der. Nee, der Neid droppt auch nicht das Geld. Warum zur Hölle droppt man hier kein Geld mehr? Ich hab doch bis vor kurzem noch Geld gedroppt. Bin ich blöd? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich hätte schwören können, ich hätte letztens noch Geld gedroppt. Vielleicht täusche ich mich halt wirklich. Kann auch sein, keine Ahnung. So, ich glaube noch gewartet. So. Deathwing Spawn, super. Na dann. Dann schauen wir mal. Das größte Problem ist aktuell so ein bisschen Zuversicht. So ein bisschen eine Team-Mentalität. Man braucht wirklich sehr dringend einfach diese Erfolge. Damit das Team einfach motiviert bleibt. Und auch wirklich sich zutraut. Jo, das schaffen wir. Da sind wir uns richtig konzentriert dabei. Die Dinge sind wirklich extrem wichtig. Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hätten den Dungeon schaffen können eigentlich. Also rein technisch hat man schaffen können. Aber ja, es fehlt halt, glaube ich, ein bisschen die Erfahrung zum einen. Ja, es ist einfach die Erfahrung, die fehlt. Und natürlich wäre es natürlich schon geil gewesen, wenn der Dungeon halt einfach so funktionieren würde, so gebalanced wäre, dass es halt einfach wirklich jeder schaffen kann. Sollte halt meiner Meinung nach so sein. Bitte sterb nicht. Nein. Genau das gleiche, was ich halt immer so sage. Ich meine, es muss nicht einfach sein, ja. Also, wenn es jemand so sagt, so nee und zu easy und überfarmt und whatever, okay. Kann ich alles nachvollziehen und so. Ist ja okay. Ist ja wirklich okay. Alter DPS. Junge. Wird ja richtig gut noch hier. Alter, der DPS eskaliert ja komplett. Oh nee, es sinkt. Nee, das steigt wieder. Okay, also DPS. Mein DPS ist gut. Alter, voll der Carry hier. German Carry gewischt. 1,6 Mio, ja. Also ja, das ist hier schon machbar. Also auch Snowy Sky Forest wäre somit wirklich richtig easy machbar. Nicht easy. Easy ist halt immer so ein bisschen. Easy ist ein zu mächtiges Wort. aber ich meine, das ist aktuell so. So hier, die DPS ist okay. Wenn ich jetzt die DPS auch noch bei Snowy Peaks oder so hätte, wäre das geil. So, das ist halt also der zweite große Punkt. So. A, das Balancing generell. Und B, halt diese Physical Resistance und Magical Resistance. Ist es halt schwachsinnig irgendwie. So, ich weiß ja nicht, warum es das gibt. Ich meine, lasst mich doch mein Zeug einfach selbst farmen. Oder wenn es halt so gebalanced wäre, dass zum Beispiel ein Crack-Shooter farmt Glass-Sachen. Okay. Wäre voll okay. Ein Arcanist farmt Cursed-Sachen. Ein Mentalist farmt Cursed-Sachen. Wäre halt voll okay.
Aber halt sowas, so, ja, ich muss halt theoretisch einen Dungeon farmen, der gar nicht für mich ist. So, what the heck? Soll ich mir jetzt irgendwie neue Charaktere machen oder was? Nein. Oh, close. Aber ja, DPS reicht aus. Ihr seht's, also es ist. Ist das sowieso gut machbar? Ich meine, ich glaube, man müsste gar nicht mal so viel verändern. Das sind halt so ein paar Tweaks, die man machen müsste, ja? Hier was tweaken, da was tweaken. Das würde, glaube ich, halt echt einiges verändern. Oder alles verändern. Ich muss auch sagen, hier. Warum werde ich denn eigentlich... Hey, das ist aber auch interessant. Schau mal her. Ich hatte vorher 700k DPS, 770k DPS. Jetzt habe ich 1,6 Millionen. Mehr als das Doppelte. Excel Edit hatte vorher... warte mal, hat die eigentlich... Oh. Ich wollte schauen, ob die Treuebuffs hat. Oh, RIP. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade den Faden verloren. Ist gerade echt stressig schon wieder. Aber gut, passt schon. Leute, Ringmaster down. Okay. Vielleicht denkt sich gerade so, es ist einfach zu riskant zum Resten. Weil Rest stirbt einfach. Wie so wirklich oft so ist. Ja, am besten einfach ein Pattern abwarten und dann einfach resten. Ey, wie der teilweise nochmal einen Hit machen will und dann nicht wegläuft oder so. Ey, dieses Spiel manchmal. Manchmal ist es echt, ey. Warum hat der Rage? Ey, komm, wir haben doch die DPS erreicht. Was willst du denn noch mehr, Mann? Diese Scheiß-Dungeon. Aber wir haben nichts getroffen. Geil. Das Frustrationslevel ist halt echt verdammt hoch. Kein Witz, es ist... Also ich kann beweisen, ich bin auf Channel 4, fuck. Es ist frustrierend. Nach 11 Minuten müssen eigentlich rein. So, nicht mehr hin da und dann tut LOL. So, letzte Run des Tages, glaube ich. Nee, also wir brauchen, glaube ich, so halt echt nicht Ding farmen. Ich sehe ja da aktuell gerade echt wenig an. Die Schmuck-Dungeons sind halt von den Spells, also von den Pattern her, einfach zu krass, zu hart, zu schwierig. Ich meine, wir könnten halt Ding fragen, Dex-Tails nochmal anhauen. Ich wollte halt schaffen, dass man halt ohne... Ich meine, Dex-Tails so ist nett und alles, gar keine Frage, aber... halt ohne, dass man sich auf andere verlassen muss, ohne, dass man halt irgendwie andere immer bitten muss, mitzumachen und so. Weil, wie gesagt, die machen jetzt halt ja... einfach aus Nettigkeit. Die wollen nichts und so weiter.
Und deswegen bin ich halt so, ja, so, ich will die halt irgendwie, ich will die halt wirklich nur in Anspruch nehmen, in Anführungsstrichen, weil ich halt die wirklich brauche. Aber halt nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit eigentlich. Weil so wie es aussieht, muss ich das halt fast. Wir haben halt keine andere Chance. Das ist echt kritisch. Ah, macht er schon. Ich überlege gerade auch, was man sonst noch machen könnte irgendwie, aber ja, ich meine, man kann halt üben, immer halt Dungeons farmen. Einfach, dass man mehr und mehr Übung kriegt. Das wird halt funktionieren, ja. Aber ansonsten, was kann man ansonsten machen? Ach nee, wir haben zwei gleiche Fragmente, der Cursed Harlequin. Man kann nämlich nicht, es gibt das Duplikate sind nicht erlaubt beim Exchangen. Ja. Gut, aber ich habe glaube ich irgendwo noch andere Dinge herumliegen. Tja. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht wenn wir öfter zusammen farmen oder so. So, komm mal her. Gut so. Ja, das ist ja gute für die Skills teilweise. Ich sehe es irgendwie auch komisch. Keine Ahnung, was da falsch ist. Ich weiß nicht, fällt euch noch irgendwas ein, was man vielleicht machen könnte? Halt einfach stumpf auf mehr Damage bauen, ja, funktioniert halt irgendwie. Aber man kann auch nur dreimal sterben pro Run. Danach haben wir diesen Restlock. Das heißt, ja, die müssen halt überleben und wir müssen das Ding halt so schnell down kriegen wie möglich. Aber das Ding ist halt auch so, wir haben halt leider keine Zeit mehr, die Zeit läuft davon. Jetzt ist dann bald die Season aus und wir haben ein Problem. Beziehungsweise, wenn die Season aus ist, könnte ich halt zumindest das Schmuckset von einem Server rüberholen. Also anziehen. Ja, das wird funktionieren, klar. Ich weiß es nicht. Das hat alles ein Für und Wider. Ich weiß es echt gar nicht, wie das dann auch in der Offseason sein wird. Man findet man noch weniger Spieler, noch weniger Hilfe und Helfer. was weiß ich. Die Möglichkeiten, die man haben, sind echt begrenzt irgendwie. Es ist halt. Man kann so drehen und wenden, wie man will. Aber wir brauchen halt immer zwei Ringmaster. Die haben wir jetzt auch. Und brauchen halt die DPS. Ich meine, DPS, die wäre im Prinzip auch da. Aber die können halt den Skill-Pattern nicht ausweichen. Und ich teilweise auch nicht. Okay, was ist los? Ah, fuck, einer fehlt. Ups. So, kurz was trinken.
Na komm, na komm, na komm. Dann findest du wahrscheinlich keinen Mob mehr, oder was? Na, komm doch. Okay, der letzte Run. Ich bin so mal gespannt, wie das Ganze läuft. Ich glaube nämlich, dass es noch nicht so ganz vorbei ist mit dem Ganzen. Ich zerbreche mir gerade auch schon die ganze Zeit den Kopf drüber, ob wir gerade noch eine Runde farmen sollen mit Schmuck-Dungeon. Dexter's. Ja, er wäre online. Könnten fragen. Castiel ist auch online. Oder? Ja, ist online. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das Ding ist halt, das regt mich persönlich gerade selbst ein bisschen auf, dass wir vor aus dem Dungeon rausgelaufen sind. Hätte ich nicht sein müssen, irgendwie. Ist einfach eine Chance, wo wir Schmucktroppen hätten können, die wir das nicht wahrgenommen haben. Alter, schon fast 0 Uhr. Fuck my life. Ich muss unbedingt gleich voten. Aber hey, schau mal die Person. Ja, die DPS ist gut. Unsere aller DPS ist ziemlich gut aktuell. Hä, an was scheitert es denn teilweise? Warum haben wir teilweise so eine krasse DPS und teilweise so eine schlechte DPS? Irgendwas ist hier doch echt ein... Fuck. Ich mach mein Handy aus. Nix gut. Das wäre lustig gewesen, wenn beide gestorben wären, natürlich. Ne, wäre nicht lustig, das wär ziemlich scheiße. Ich will gerade einfach noch nicht sterben. Ich bin gerade konzentriert. Genau. Noch einen Debuff machen. Ja, gut, der Pferd hat ja auch eine ziemlich krasse DPS. 1 Million. Das ist nicht schlecht. Warum hat der auf einmal so viel DPS eigentlich? Irritiert mich gerade selbst ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen Power-Up anmachen soll, aber eigentlich nicht nötig. Eigentlich echt nicht nötig. Wobei, ein Upcut vielleicht noch. Ja, Upcuts kosten nichts. Close, sehr close. Ich weiß nicht, an was es gerade liegt. Vielleicht hat er gerade noch irgendwas gemacht, dass er mehr DPS hat oder so, ich weiß es echt nicht. Die DPS-Variation ist gerade irgendwie echt groß. Ich meine, klar, die ist mir vorher gestorben und so weiter, alles klar, aber der Unterschied ist halt echt schon gigantisch irgendwie. Ich weiß nicht, oh Gott, ich weiß nicht warum. Aber es ist auch schon krass, wie viel das die Buffs ausmachen. Buffs haben und nicht haben, das macht echt krass viel aus. Ich überlege gerade noch ein paar Sachen. Ja, ich muss gleich mal schauen, was ich mache. Schaffen wir es hoffentlich jetzt ohne Enrage? Also rein von DPS her müssten wir es ohne Enrage schaffen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Oder wie akkurat das Ganze hier ist. Ja, gut, ich habe jetzt halt wegen Power-Ups und so. Ich meine, wir könnten hier noch mehr erreichen. Also die 3 Millionen DPS sind eigentlich theoretisch schon machbar. Sobald einmal einer stirbt, RIP. Direkt RIP.
Hör mal. Das lief doch gar nicht mal so kacke. Blessed Mentalist. Ist Blessed Mentalist was wert? So, jetzt muss ich mal schnell dringend voten nehmen. Genau, ich glaube, ich pausiere mal schnell. Ich pausiere mal schnell die Aufnahme. Ich frage dann vielleicht mal noch schnell die anderen zwei, ob die schon mitmachen. Dann fahren wir halt einfach nochmal durch und. Ja, genau. Das ist gerade so der Plan eigentlich. Naja, also, ihr habt es gesehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.